Wenn ich jetzt noch wüsste, wonach ich suchen wollte. Nach der Kartoffel. Haha, sieh doch mal einer an. Mountable Spud Gun, da haben wir sie doch. Leg ich die mal hier drüber. So. Na, was ist denn das? Gute drei Blöcke? Vier vielleicht? Vier, ne? Warte mal, ich setze nochmal. 2, 3, 4. Hier vorne geht's nicht wegen dieses Nupsis hier. Aber ja, vier Blöcke groß. Müssen wir eigentlich irgendwie ein- und ausfahrbar machen, ne? Oder hier als Motorteile. Sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Das sieht tatsächlich gar nicht so doof aus. Und dann müsste man diese Teile hier nach unten versenken können oder irgendwie sowas. Was? Ist doch bald Flugzeug bauen, jetzt wo es die Wings-Mod gibt. Es gibt eine Wings-Mod? Das klingt interessant. Muss ich mal schauen, aber es klingt interessant. Hier vorne haben wir eigentlich noch ein bisschen Platz. Also angenommen, ich würde jetzt hingehen und hier einen kollisionsarmen Block erstmal einbauen. Aha, da haben wir ihn. Danke für den Hinweis. Manchmal bin ich blöd, aber ihr kennt mich ja. So. Dann entferne ich die. Achso, das sind nur so kurze Viecher. So. Habe ich hier genug Platz nach unten hin? Oder ist mir da der Motor im Weg? Da ist mir ein Teil des Motors im Weg, den ich eigentlich gar nicht zwingend brauche hier vorne, glaube ich. Das war so ein bisschen als Verzierung gedacht, aber ich brauche es jetzt nicht zwingend. Jetzt mal gerade noch kurz diese drei Blöcke hier weg und dann diese hier. Genau, hier kommt man auf die eigentlichen Motoren. Ne, Quatsch. So wollte ich das. Brauche ich auch den hier gar nicht. Brauche ich die einfach nur daneben setzen, dann bin ich schnell fertig. Wollte ich das? Der geht andersrum eigentlich. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich lasse es jetzt mal so. So, hier wieder zubauen. Einfach, dass es nicht so massiv klotzig ist da unten. Ist eigentlich schon alles, was ich wollte. So und so. Ah, ne, Quatsch, die hier waren das. So, dann können die sich so ein bisschen nach unten drehen. Und dann muss ich noch dafür sorgen, dass die Kanone sich so ein bisschen nach oben drehen kann. Dann wäre ich doch eigentlich schon da. Ne? Und es würde, wenn eingefahren, mit dem Motordesign einigermaßen zusammenpassen. Gibt auch Wasserphysik und so ein Zeug. Helium, Gravitation. Übrigens, man flügt Flügel hinzu, genau. Die bei Beschleunigung Auftrieb erzeugen. Das klingt wirklich interessant. So, der ganze Spaß steht noch am Lift, ne? Richtig. Jetzt also einen Controller hier irgendwo verbergen könnte. Weiß es auch nicht wo. Irgendwo gibt es bestimmt irgendeine Möglichkeit, wo man sowas vielleicht verstecken könnte, ne?
Gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist. So. Diese zwei hier. Kannst du das außerdem noch... Nee, komm. Links angefangen. Dann mache ich nach dem Prinzip auch weiter. So. Dafür brauche ich natürlich auch noch einen Schalter. Das hier ist ein Switch. Okay, nice. Die müssen jetzt eigentlich so ein bisschen versteckt hier rein, ne? Sodass vielleicht nur der Fahrer da Zugriff drauf hat. Wir so ein bisschen... müssen hier so hintergelegt. Ach, komm schon, Spiel. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo es mich platzieren soll. Hast du eigentlich Interesse an Fan-Creations? Das Ding ist, das habe ich eigentlich die ganze Zeit durchgehend. Nur, wenn ich komplett inaktiv bin, dann bringt das halt nichts, ne? Das ist halt die Sache. Also auf das Risiko hin, dass es vielleicht dauern könnte, bis ich es zeige, würde ich einfach mal sagen, her damit. Wenn du denn damit einverstanden bist, dass es eventuell was länger dauern könnte. So, was habe ich denn hier? Das hier ist der Button und das hier ist der Switch. Fange ich mit dem Switch an und lege dann den Button nach. So, der Switch geht da dran. Und außerdem an einen Logikblock. Da brauche ich ein normal großes Logic Gate sein, das geht schon in Ordnung. Das Gate schon in Ordnung. Pack alle Zuschauer weg, die blöden Witze wollt ihr euch nicht geben, ne? Kann ich verstehen. So, geht dann hier dran. Und nur wenn der ganze Spaß ausgefahren ist, kann man auch schießen damit. Und schießen bedeutet einmal hier dran und einmal da dran. So, müssen wir gerade überlegen. Ich möchte, dass die Kanonen um, sagen wir mal, 15 Grad rauskommen. So, einfach mal ein paar Fantasiewerte. Einfach mal gucken, wie das so... Was daraus wird. Okay, so hohe Werte brauche ich anscheinend gar nicht, aber das geht doch in die richtige Richtung. Außerdem habe ich da gerade noch einen dezenten Fehler gemacht. Ich wollte das eigentlich nicht als Voreinstellung haben. Sondern natürlich nur, wenn man hier den Schalter auch betätigt. So, dann schauen wir mal. 10 und 20. Einfach mal schauen, wie es aussieht, ne? Nee, warte mal. Die 3 sitzt noch hier irgendwo. 3 war, glaube ich, der hier für die Hydros. Dann haben wir 4 Waffen ausfahren, 5 Waffen betätigen. Schauen wir mal. 1, 2, 3 Hydros umkehren bzw. Wagen aufbocken. 4. Das sieht doch gut aus. Müssen wir jetzt am besten noch automatisieren. So, okay, da schreibt jemand Romane. Gucken wir mal gerade. Fan Creations, 4 Fahrzeuge. Bald ganz auf Pistons packen, sonst schießen die ja immer in den Himmel. Also, dass die sich einfach so nach oben. Ja, das geht natürlich auch. Nee, ich wollte ja extra nur so ein bisschen anwinkeln, dass die eben... Ja, stimmt, das stimmt, die schießen schon ziemlich weit. Aber den Winkel kann ich auch noch reduzieren, ne? Da haben wir ja noch ein bisschen Luft.
Schauen wir mal eben. Ups. Ups. So. Da schauen wir doch mal. 5 Grad. Alternativ könnte man es ja auch beifahrergesteuert gestalten, ne? Ja, sind sie relativ versteckt. Sie ist immer noch sehr weit. Vielleicht kann ich es ja noch ein bisschen reduzieren. Nur ein kleines bisschen noch. Drei Grad. 3 Grad sind jetzt wirklich nicht mehr viel. Und außerdem muss ich den ganzen Spaß hier eigentlich noch eben entsprechend lackieren. So. Schauen wir nochmal. Ich hab noch was vergessen. So. Und so. Ah, das sieht doch gut aus. Oh. Okay, ein bisschen höher muss der ganze Spaß wohl doch. Na gut, komm, ist ja eigentlich auch erstmal nur für den Gag. Ausarbeiten können wir später immer noch. So, stelle ich hier wieder auf 5 um. Das hat doch schon mal was. Haben wir schon mal so ein kleines Gimmick hier drin? Freue ich mich doch. Und war auch gar nicht schwer einzubauen, weil wir den Platz da oben eigentlich sowieso schon hatten. So, Wagen ein bisschen aufbocken, da fährt er nämlich auch drüber. Ach, herrlich. Fahrwerk müsste ich eigentlich auch noch umlackieren. Können wir auch noch eben machen. Und dann müsste ich es demnächst mal noch einen guten Tarendor präsentieren. War ja ursprünglich mal sein Wagen, ne? Das wollen wir nicht vergessen. So, die Zwischenplatte, die ich hier reingezimmert habe. Und dann später noch ein Sarg oder irgendwas drauf, von mir aus. So, der sitzt hier weg. Ich habe keine Ahnung. 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich eine Ahnung. Irgendwo müsste das eigentlich... Ich wechsle mal gerade das Lied. Aber ich bin doch eigentlich richtig, ne? Hier in dem Bereich. Sind die einseitig gekrümmten? Hier. Aha. Kann das eventuell sein, dass das hier... Ja. Nee, Quatsch, Stoß. Stoß, 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 Stoß. Hier, um die Viecher ging es mir. Und die in einmal 6. So, dann haben wir das jetzt auch wieder vervollständigt. Ist natürlich noch nicht alles da. Da hinten diese rote Beleuchtung ist noch ein bisschen erbärmlich. Da fehlt noch ein bisschen was. Da haben wir ja auch ein bisschen mit Neon gespielt. Müssen wir auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Blinker hat er noch nicht. Die Beleuchtung, die dran ist, die ist Dauer an. Aber ich finde, der macht sich schon ganz gut. Also das war... Hier waren eigentlich mal hell lackierte Grillstücke. Ja, warte mal, dunkelrot. Fast gerade überhaupt nicht. Ich merke das schon. Klick.
Ach, naja, besser als nichts. Du bist doch ganz happy, oder? So. Genau, Fahrwerk wollte ich schon lackieren. Da war doch was. Ich wollte gerne so, dass die Fahrzeuge nicht mehr so überdimensional aussehen. Ich versuche in dem Platz so viele Details wie möglich zu quetschen. Ja, das, kann ich dir ein Stück weit nachfühlen. Muss aber dabei sagen, das Grunddesign hier ist ja nicht von mir, sondern vom Tarentor und mir selber sagt es sehr zu, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch hier drin diese breiten Sitzbänke und so weiter gebaut, eben so typisch Ami-Monstrum-Schlitten, weißt du schon. Ja, im Prinzip hast du recht, wenn man kleiner baut, dann ist die Herausforderung größer und das Ergebnis kann natürlich auch sehr gut aussehen. Fahrwerk. War schon wieder abgelenkt. Bin ich überhaupt noch gescheit dran? Okay, dann scheinen bereits lackiert zu sein hier. Das ist schon mal ganz gut. Da vorne habe ich noch ziemlich viel hellgrau und gelb durch Lunsen sehen. Genau. Dieses Konstrukt hier, diese Ausgeburt der Merkwürdigkeit. Das alles nur, damit ich möglichst kollisionsarm da oben rumkomme. Warum mache ich das eigentlich? Hätte ich nicht einfach einen geraden Arm hier rüber? Habe ich da irgendwas eingebaut? Eigentlich? Ach, wegen der Lenkung, genau. Deswegen muss das so abenteuerlich aussehen. Ach Gott, da war ja was. Ja, richtig. Damit die Lenkung hier an einer sinnvollen Stelle überm Rad ist. Ich aber trotzdem von hier aus mit dem, mit den Hydros rüberkommen kann. Und dann sogar noch eine Federung verbauen kann. Ja, so war das. Jetzt sind hier noch Löcher drin. Wie gesagt, da können Schaltungen versteckt werden. Und hier genauso. Abgesehen davon, dass man hier vorne nicht unbedingt, durch die Sitzbank durchgucken können sollte. Also hier kann ich ruhig noch ein bisschen zubauen, denke ich. Ah doch, mach doch was her. Und schön aufpumpen, um fahren zu können. Sieht man eigentlich von hier innen auch? Ah, da sieht man die Kanonen, wie sie hochfahren. Ach, cool. Gut, wo wir damit hinschießen, ist natürlich ein bisschen random. Und die 5 dafür zu treffen, ist auch nicht ganz einfach. Ach so. Klingt nur so abenteuerlich. Aber die Projektile fliegen trotzdem beide davon. Das funktioniert. Okay, cool. Ja, soweit so schön. Jetzt müsste nur noch der gute Tarentor online sein. Schön, schön. Er ist zwar nicht wirklich gepanzert in dem Sinne, aber einfach so eine kleine Anspielung an GTA vielleicht. Weil da ja auch viele bewaffnete Fahrzeuge. Ich weiß es nicht, aber Weaponized will ich ja auch nicht reinschreiben. Das wäre ein bisschen zu lang, glaube ich. Bisschen plakativ vielleicht, aber ich denke, das hilft die Sache im Kern. So, der Kanonenleichenwagen. Mir ist es ganz merkwürdig, weil immer wenn ich versuche, ein Fahrzeug zu bauen,
Sieht es am Ende so aus, als kommt es aus einem Zukunfts-Action-Film. Das ist doch jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes, oder? Ah, das sieht doch ganz gut aus, der Wagen. Okay, mit der Sitzbank bin ich noch nicht so ganz zufrieden, obwohl... Ja doch, eigentlich ist es in Ordnung. Komm, das passt schon. Drücke ich die 4. Da kommen die Kanonen zum Vorschein, durch die 5 und schieße einfach durch die Gegend. Das macht schon Laune.